The Dome. Ladies and Gentlemen, RTL 2 präsentiert das einzigartige Moderatorentrio. In der linken Ecke die Herausforderung schlechthin. Mit einem Kampfgewicht von genau richtig. Aus Düsseldorf, für Sie also ein Heimspiel. Hier ist eine der schönsten Frauen der Welt. Hier ist Verona Poth. Und auf der anderen Seite, mit braunem Haar, großem Herz und äußerster Schlagfertigkeit, das bezauberndste Plappermäulchen, die Musikexpertin schlechthin, jetzt hier in Düsseldorf, Gülcan. Zwei attraktive Engel und ein atemberaubender Gastgeber, die schrillste männliche Techno-Diva. Er ist seit über 15 Jahren erfolgreicher Frontmann. 10 Millionen verkaufte Alben, unzählige Platin- und Goldauszeichnungen. Hier ist H.P. Baxter. Hallo Düsseldorf! Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu The Dome! Willkommen im ISS Dome! Let's get ready to party! Einer der besten, erfolgreichsten Rapper zurzeit in Deutschland mit einer Premiere, mit gleich zwei Titeln, erstmals im deutschen Fernsehen, Bushido! Wir zeigen euch jetzt erstmal einen Rückblick der letzten 10 Jahre. The Dome, die History. Ladies and Gentlemen, this is The Dome. Die bekannteste und beliebteste Chartshow im deutschen Fernsehen. 1997 erfolgte bei RTL 2 der Startschuss für The Dome. Seitdem füllen sich 4-mal jährlich die größten Hallen mit mehr als 10.000 Fans. Und sie sind jedes Mal ausverkauft. Die aktuellsten Hits, die angesagtesten Stars. The Dome kriegt sie alle auf die Bühne. Eine Top-Belegschaft aus mehr als 20 nationalen und internationalen Künstlern feiert mit ihren Fans dieses außergewöhnliche Musikspektakel. Und es ist garantiert für jeden etwas dabei. Ob Balladenqueen Mariah Carey, New Wave-Götter The Cure oder Augenschmaus Pamela Anderson. The Dome macht Träume wahr. The Dome ist immer für eine Liebeserklärung gut. Und jetzt für euch der sexieste Mann auf diesem Planeten, Mark Terenz. Was alles schon für Stars bei The Dome waren in den letzten 10 Jahren. Nur die Besten der Besten und die Erfolgsgeschichte geht natürlich heute hier weiter. Wir feiern das Comeback des Jahres. Und zwar sehen wir gleich 4 Frauen, die Anfang 2000 unglaublich erfolgreich waren. Und in der Band sind auch 2 Schwestern und eine davon war mit Robbie Williams zusammen. Ja, und da waren sie 5 Jahre getrennt und jetzt sind sie endlich wieder zusammen, haben einen neuen Hit am Start. Hier sind bei The Dome 40 die All Saints! Bushido! Ein sensationeller Auftritt! Ey Mann, wie geht's? Bushido, du hast ja dieses Jahr dein Album Erst guter Junge rausgebracht. Ein Mega-Erfolg. Bist du ein guter Junge? Ich hoffe mal, ich bin ein guter Junge in Düsseldorf. Bin ich ein guter Junge heute Abend?
Das hört man. Du und ich, du warst ja früher auch bei Agro Berlin und ich habe gehört, da gab es so ein bisschen Stress. Ihr seid irgendwie im Streit auseinander. Ist das heute entspannt oder wenn du jetzt Sido triffst oder so, ist das cool oder? Das Witzige an der Sache ist ja, Sido erzählt mir, warum das alles Promo ist, aber ich sag hier nochmal live bei The Dom, ich scheiß auf Sido. Er ist guter Junge, scheiß auf Sido, haut da rein. Danke, Bushido. Okay. Düsseldorf. Und jetzt kommt eine junge Dame aus Österreich. Die hat zuerst Österreich gerockt, dann Deutschland, dann Österreich und Deutschland. Ein herzliches Willkommen für Christina Stürmer. Fairy Tale Gone Bad. Das müsste dir doch gefallen, sag mal, El Spiel. Fairy Tale Gone Bad? Wieso? Ja, weiß ich, das kann man ja auch so ein bisschen so singen, wie du das mal machst. So Fairy Tale Gone Bad oder so eine Art. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber weißt du, meine Lieblingszeile aus deinen ganzen Songs oder aus euren Songs ist Respect for the Man in the Ice Cream Van. Das finde ich so klasse. Wo kommt das her? Ja, das war damals bei Weekend. Da hatten wir eigentlich eine Grußbotschaft an the KLF. Das waren so die Urväter des Techno eigentlich. Und die sind damals immer durch London mit dem Ice Cream Van vor Weihnachten gefahren und haben Bier an Obdachlose verteilt. Was für eine süße Geschichte. Wir kommen gerade die Tränchen in die Augen. Aber es gibt noch schönere Geschichten. Das sind dann eher so diese Liebesgeschichten. Und ihr wisst ja ganz genau, wie es ist, liebe Freundinnen. Wenn man verknallt ist in den Schatzi, dann möchte man am liebsten alle Sterne vom Himmel holen. Aber ich kenne da jemanden, die sagt, ach, ich pfeife auf die Sterne. Ich hole gleich den Mond runter. Hier ist jetzt euch Joanna Zimmer. Das hört sich doch gut an. So, was hat er für mich? Eine Rolle. Seit wann mache ich doch nicht auf? So, mein Assistent reicht mir ein Papier. Ich lese hier. Senna, Mandy und Baha. Und ich höre gerade, sie sind soeben angekommen, stehen am roten Teppich. Ich gebe jetzt ab zu Verona. Sind sie endlich da? Ich kann dich ganz gut hören, obwohl das hier wahnsinnig laut ist. Und sie fahren in diesem Moment wirklich vor. Die Fans drehen durch. Okay, alles klar. Hey, euch beide kenne ich. Ich habe euch bei Wetten, dass gesehen. Ihr habt auch gewonnen. Das war eine gute Durchlaufprobe für The Dome 40. Hättet ihr nicht Bock, bei uns auf der Bühne mitzumachen? Ja, klar. Könnt ihr es guter Songs zucken? Natürlich, kriegen wir. Ja, mal sehen, ob ich das erkenne. Könnt ihr mal einen machen? Das würde mich mal jetzt wirklich interessieren. Ja, den erkenne ich. Maria, I like it loud. Sehr gut. Habt ihr noch einen drauf? Ja, mal gucken. Machen wir gleich weiter. Das ist... How much is the fish? Die Jungs sind eine Sensation. Geil, da freue ich mich drauf. Wir sehen uns nachher auf der Bühne. Mega. Wicked. Oh, wie cool. Das kann ich auch. Ich zeig's euch mal. 1, 2, 3, 4. Okay, okay. Ich kann es nicht so gut. Und bevor das hier versaut wird, mache ich mal ganz schnell weiter mit der nächsten Band. 4 Männer und eine Lady aus Berlin, die ordentlichen Punkrock hinlegen. Sie heißt Mieze, macht aber nicht so oft Miau. Sie singt eher und seit dem Vorentscheid zum Eurovision Song kommt. Aus Irland kommt nicht nur gute Butter und guter Whisky, sondern auch gute Musik. Das wissen wir schon lange. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf eine super Band mit einem super Song. Supergirl, hier sind Raven! Doch echt, oder? Jawohl! Und wir bleiben musikalisch mal in Deutschland und kommen von
Sally! Der Bühne sind HP und Co. meistens wunschlos glücklich. Hauptsache, die Stereoanlage in der Garderobe ist laut genug, dass die Wände wicked, wackeln.